Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Part Let's Play L.A. Noir. Hier ist wieder Oliver 301, moin moin und hallo. Und ja, ich bin jetzt im dritten Part meiner Aufnahmesession im Livestream auf twitch.tv/Oliver301. Könnt ihr gerne reinschauen und followen, dann verpasst ihr keine Livestreams mehr von mir. Und wenn ihr wirklich gar keine mehr von mir verpassen wollt, dann geht vorsichtshalber nochmal auf Hitbox. Dort bin ich auch der Oliver301 und setzt dort auch vorsichtshalber mal ein Follow. Ist besser. Ist besser. Gut. Dann geht's jetzt weiter. Wir sind hier bei InstaHeat. Domestic Gas Water Heaters. Und ja, was will der Chat hier gerade von mir? Willst du antworten zum Fall? Will ich antworten zum Fall? Weiß nicht. Ist ja fast lustiger, wenn wir eigentlich so ein bisschen gemeinsam raten oder sowas. Also, du musst jetzt nicht nach einer Komplettlösung suchen, um mir zu helfen. Aber raten können wir ganz gerne. Also wenn ihr beim Fragespiel raten wollt, dann sobald ihr die Frage seht, am besten sofort hinschreiben, war falsch gelogen. Weil ich habe noch immer so ein kleines Delay, bis das bei mir ankommt. Das ist ja alles nicht so schön. So, wo geht's hier hin? Manager. Und da haben wir Staff Only. Wir sind Staff. Ich gehe da jetzt einfach mal rein. Ich sehe schon, hier gibt es glaube ich nicht so viel oder vielleicht sollen wir hier gleich nochmal rein. Dann gehen wir zum Management und beschweren uns mal, dass die Boiler immer kaputt gehen. Haben die mich gerade angesprochen als Phelps? Das ist ja cool. So, hier gibt es noch ein Telefon und eine Stechuhr und so einen ganzen Mist. Closed, okay. Kommen wir aber nicht rein. Immer noch mal kurz umschauen und ja, können wir vielleicht anders hier irgendwas? Nö, kann man nicht. Ja gut, dann rein zum Management und los geht's. Detective Phelps and Biggs, arson. We're investigating a couple of house fires. What can you tell us about this? Pressure regulator from a Model 70. Let me take a look. We have a problem. This has been tampered with. Ein Zufall, man weiß es nicht. Manipuliert. It forms a seal across the saddle here. Gas flows across from here to here. The diaphragm regulates flow. It's been reversed. It's a subtle change, but it means the gas never closes off properly. Das ist natürlich ziemlich doof, wenn sowas passiert, nicht wahr? So you're telling me that this is not a manufacturing fault or service repair? I don't think there's anything inherently wrong with the design. Mhm. Kann ich das nochmal ganz kurz im Protokoll sehen? Ich glaube nicht, dass es irgendein grundsätzlicher Fehler in der Konstruktion gibt. Ja, gut möglich. Weiß man nicht, also... Ist ja dafür, haben wir ja den Chat, der darf ja jetzt mal hier gerne raushauen, was er so meint, dann bin ich nicht schuld, wenn ich was Falsches klicke, weil das hat ja dann der Chat gesagt. Und das wäre jetzt echt eine der Situationen, wo ich sagen würde, hey, da müsste man jetzt auf Hitbox sein, weil Hitbox hat ein kleineres Delay zwischen, wann ich das rausstreame und wann die anderen das sehen. Weil Twitch hat da schon ein relativ großes Delay, so teilweise 30 Sekunden oder sowas. Und das ist natürlich gerade, wenn man die Aufnahme dann als Let's Player benutzen will, zweifelhaft. Apropos zweifelhaft, der Chat meint anzweifeln. Da zweifle ich ja dran, aber wir können ja mal gucken, ob das zweifelhaft ist. Gut angezweifelt. Look, we've changed the design since the Model 70. These things are still being installed? It's the demand. None of us could keep up with the amount of housing going up. At the budget end, we're still using some of the old stock. We are installing 100 heaters a week. They're not all faulty. They're not all safe either. Ja. So, Boiler-Wartungsprotokoll. Protokoll. Are these diaphragms prone to failure? They tend to go after a while. The rubber lasts quite a few years and then it perishes. So the guys' names that I've been seeing doing the repairs on the heaters, they're fully licensed and accredited. Sure, of course they are. Ja, natürlich sind sie das. Genau.
Sie sind, also, bevor der Chat jetzt was schreibt, ich würde persönlich jetzt vermutlich sagen, anzweifeln, weil ich glaube nicht, dass ich einen Beweis dagegen habe, aber man, ich würde es anzweifeln, weil die Wahrheit sagt er definitiv nicht, da bin ich mir relativ sicher. Durch Reginald, weil das klingt auch nicht wirklich amerikanisch, muss man mal so sagen. Der hier wurde von Matthew, gut, Matthew Ryan klingt jetzt zumindest nicht unamerikanisch. Ja, wie gesagt, ich hätte jetzt keinen Beweis dagegen, von daher würde ich anzweifeln. Ich schätze mal, der Chat wird mir da zustimmen. Schöner Schatz. Es dauert, es ist echt schlimm, dass die Delay, ich drücke es einfach auf anzweifeln, auch wenn ich noch immer keine Antwort vom Chat habe. Okay, da kommt auch nichts. War natürlich falsch, verdammt. Goddammit. Ich hätte jetzt interessiert, es wäre vermutlich, weiß ich nicht. Installers, then. They know what they're doing, Detective, if that's what you're trying to imply. Goddammit. Hätte ich mal doch auf dem Chat gewartet oder sowas, vielleicht wäre da noch was Gutes bei rumgekommen. Also wenn ich das nächste Mal L.A. Noir streame, dann... Okay, der Chat hat jetzt aber auch gesagt, anzweifeln. Also, wenn ich sowas das nächste Mal mache, L.A. Noir streame, so mit Chat und Fragen und sowas, dann nehme ich, glaube ich, Hitbox. Aber auch mal zum zu testen. Oh, einfach mal Hitbox zu testen. Müssen wir vielleicht auch gar nicht, wir müssen ja nur nach Wyan und... Cross-reference for arsonists. See if any of these guys have any previous. Sir, I need to use your phone. Go right ahead. Da ist der Ryan. Den habe ich gerade gesehen. Und ja, den anderen habe ich jetzt nicht gesehen. So, Telefon benutzen. Da ist es. Dann machen wir das mal. Operator, give me dispatch. Putting you through now. You got Phelps, a problem, 1247. Oh, er geht jetzt nicht die ganze Liste ab, oder? Know if any of the following names have a previous criminal history. Okay. Okay, Detective, run the names. Acevedo Ernesto, Clemens Walter, Elgrim John, Gable Leroy, Kellegrew Peter, Cutner Robert, Limehouse Albert, Manning Franklin, Neves Raymond, O'Brien Thomas, Ryan Matthew, Spurgeon William, Barley Reginald, Zurich Stephen. Clemens Walter, previous conviction for arson and malicious damage. Burned down a house in Westwood in 1942. 4-year jail term. Thanks. Ryan Matthew, charged for contempt of court, attempted murder, plea bargained down to assault charge. Anyone else? There is a Reginald Varley wanted for murder by Detroit Police Department. Thanks. You've been a big help, young lady. Oh, die hat das jetzt aber gut und schnell nachgeguckt, muss man mal sagen. Respekt. Ist eine richtige Verbrechenskartei. Do you have an address for Clemens? He's working on an apartment building on Catalina and 3rd. What about Ryan? Currently working at a housing development on Normandy and 1st Street. Varley, where is he? Beverly and Mariposa currently working on a new housing development. Hey, Varley's a good guy. You can't harass all my people. These guys have lockers. Yes, they do. But my men have a right to some privacy. Don't you need a warrant or something? Show him and keep quiet. Ach ja. So ist das gute Polizeiarbeit. Happy now? Happy now? Stick around, Mr. Rasik. Walter. Gesetz und Autorität, ein anarchistischer Aufsatz von Pierre Kripken. 5 Cent. Anarchistische Gesellschaft von Los Angeles. Clemens is a fellow traveler. Fellow traveler? Steht nicht. Oh nein! Also, könnt ihr jetzt nicht erzählen, dass ich mir das jetzt ernsthaft durchlese? Das ist. Könnt ihr nicht erwarten? Wirklich? Och nee. Muss ich da jetzt ernsthaft abwarten, bis das durch ist? Nein. Nein, komm.
Das könnte doch von keinem erwarten. Ich kann auch nichts drücken. A hat keine Wirkung, B hat keine Wirkung. Es ist alles wirkungslos. Ich will es nicht lesen. Oh Gott sei Dank hat es aufgehört. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Matthew. Der Matthew interessiert mich ja. Oh Gott, der hat ein paar mehr von den Dingern. Und immer diese langen Untertitel, wo man im Grunde doch schon weiß, was da steht. Ach Gott, so ein bisschen ist es gerade nervig. Hör auf, okay. Some light reading on the merciless capitalist machine. Ich untersuche den jetzt bestimmt nicht. Ich hab ihn jetzt scheiße. Ich hab ihn falsch. Nein! Nein! Oh Gott. Dann kann ich ja was trinken. Yeah! Ich meine, man könnte es jetzt theoretisch im Schnitt rausschneiden. Aber da die Leute im Livestream genauso leiden wie ich, warum sollen die auf YouTube es anders haben? Oder Chat, was sagt ihr dazu? Gleiches Recht für alle, genau wie die Kommunisten das hier wollen. Guck mal, das ist noch eine Zange. Zangen sind immer gut. Kann man was mit durchzwacken. Das ist eine Zange. Das ist ja nicht so eine normale Zange. Das ist ja so eine... Gott, wie heißen diese Zangen? Ein Seitenschneider war es nicht. Das sind diese flachen... Flachzangen. Wo ich mich immer frage, wofür man die überhaupt benutzt. Hallo, Spiel. Ich stehe davor und drücke panisch A und reagiere doch endlich mal. Oh, guck mal. Moskitenduftvertreiber. Interessant, interessant. Our company went through thousands of these in the war. Still got eaten alive. Barley has a problem with bugs. Jeder hat ein Problem mit Bugs. Vor allem beim PC. Apropos PC-Bugs. Ich habe ja diesen Livestream hier vorhin angefangen. Mit dieser Aufnahmesession. Hatte halt ein Video auf YouTube rausgeknallt. Jo, so gegen 21:30 mache ich los. Bisschen Livestream. Coil takes an hour to burn down, Rasik. No, I didn't know that. It's the favorite choice of ignition by arsonists. Gives them time to get away. You're crazy. He probably lives near the canals in Venice. Mind if I leave you to it? I got work waiting. Erstmal, weil ich wollte mein PC nochmal neu starten, einfach nur so, um nochmal einen sauberen PC-Start zu haben. Und was ist, natürlich fängt Windows an, total rumzubacken und langsam zu sein und sowas. Und dann dachte ich mir so, fick dich Windows, wenn du so langsam bist. Ausschalteknopf. Nee, ich glaube, ich habe normal nochmal neu gestartet, also rausgeschaltet und neu starten. Und dann ist ja erstmal gar nichts mehr passiert. Dann habe ich ihn im Bootscreen, weil er ewig im Bootscreen festhing, ausgeschaltet und... Ja, dann kam die schöne Windows wird repariert Option, dann ist er nochmal neu gestartet und dann lief es endlich. Gott, Windows, wie ich dich manchmal hasse. Da hat man eine SSD und einen fucking 8-Kern-Prozessor in seinem Computer und es dauert immer noch 50 Jahre, bis das Ding mal vernünftig läuft. Vor allem immer dann, wenn man es gerade braucht, immer wenn man es gerade eilig hat, weißt du? Normalerweise schalte ich das Ding an und er ist innerhalb von 10 Sekunden gebootet. Aber wenn man ihn mal braucht, dann gibt gar nichts mehr. Den ist alles kaputt. So, was haben wir jetzt? Wo können wir jetzt so, wo machen wir denn jetzt hin? Clemens Arbeitsplatz? Ryan's, ich bin ja dafür, dass wir zu Ryan fahren. Weil den finde ich am gefährlichsten gerade. Ich will noch mal ganz kurz nachgucken, welcher denn die anderen Heater manipuliert hatte. Oder wir fahren zu dem, der noch keinen Heater manipuliert hat. Obwohl, das wäre ganz schön schwachsinnig, nicht wahr? Da muss ich bei Hinweise gucken. Boiler von Ryan gewartet. Boiler von Wireless gewartet. Die beiden sind sozusagen unsere Hauptverdächtigen gerade, weil von denen haben wir Beweise. Und ich weiß nicht, ich mag den Ryan nicht. Ich fahre jetzt dahin, wo der Ryan... Oh Gott, mal, da vorne ist... Qualmt schon wieder. Oder immer noch? Ich weiß es nicht so genau. Hallo. Steckst du ein? Okay, aber unser Zielmarker ist irgendwo da hinten und da qualmt es nicht. Das ist ein gutes Zeichen, würde ich mal sagen.
So, auf geht's zu Ryan. Mir fällt auf, dass ich schon lange nicht mehr die KI fahren lassen habe, sondern in letzter Zeit immer sehr viel selber gefahren bin, ne? Da ist ziemlich doof. Kann man, habe ich mal besser und so, bla. Tatü, tata, die Feuerwehr, die Polizei. So, der Ryan ist ja gar nicht so weit weg. Das ist ja echt klasse. Dann sind wir dann eben schon da. Hallöchen und hallo. Jetzt bin ich gespannt, ob es jetzt eine spannende Situation oder so ein Shit gibt. Are you Matthew Ryan? Who's asking? Detective Phelps and Biggs, Arson Squad. Arson? You heard the man. I'll just put this stuff in the car and I'll be right with you. Hold it, Ryan. Son of a bitch. Es ist statt einfach zu ihm hinrennen, um ihn aufzuhalten, bevor er ins Auto steigt. Nein, Those are G.I.'s backyards he's crashing through. The damage is only cosmetic. He's a one-man wrecking ball. Move in! I'll take out the van. I came in like a wrecking ball. Scheiße. Scheiße! Gott, warum steht da ein Auto? Some partner I got. Ah, God. He's gonna kill those men. They'll get out of the way. Only if they hear him coming. Close in, Phelps. We need to take Ryan down before he hurts them. Ja, dass das jetzt nicht klappen konnte, war abzusehen, weil ich hab überall festgehangen. Na gut. Dann würde ich jetzt einfach mal sagen, setzen wir hier einen Cut und sehen uns im nächsten Part von Eleanor wieder, wo wir dann noch einmal versuchen, diesen Menschen zu fangen. Ich bin Oliver 391 und sage Tschüss.